Es gibt eben keine dauerhafte Bleibeperspektive für diese Menschen. Völlig klar ist aber auch, dass wir auf Grundlage des geltenden Rechts differenzieren müssen zwischen Menschen, die eben wegen politischer Verfolgung hier Schutz nachsuchen und zwischen Menschen, die aus anderen Gründen zu uns kommen, die im Einzelfall ebenso nachvollziehbar sein mögen, die aber... Im Übrigen gilt, die Menschen aus diesen, aus dem westlichen Balkan sind uns wichtig, Interesse, aber doch bitte nicht auf diese Art und Weise eine Einwanderung in ein offensichtlich aussichtsloses Asylverfahren. Was bedeutet das? Was können wir tun, um in den Herkunftsländern Probleme bewältigen zu helfen? Was müssen diese Länder tun, was die Rückführung ihrer Staatsbürger betrifft? Das werden Themen sein. Da kann ich Ihnen leider keine konkrete Zahl nennen. Ich könnte allenfalls allgemein antworten, so schnell als möglich und so schnell als rechtlich und rechtsstaatlich eben machbar. Ja, da werden Sie von mir nichts anderes hören. Die Herkunftsländer haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Verpflichtung, Lebensbedingungen zu schaffen, die niemanden in die Flucht zwingen. Und darüber müssen wir mit Ihnen sprechen. Und die Kanzlerin ist sehr dafür, dass wir mit den afrikanischen Staaten und gerade auch eben mit den Herkunftsländern derjenigen, die in großer Zahl in Deutschland und in anderen europäischen Ländern ankommen, oft auf lebensgefährliche Weise diesen Weg hinter sich bringen, dass wir mit diesen Staaten darüber sprechen, warum ist das so? Was könnt ihr, unsere afrikanischen Partner, dafür tun, dass das so nicht ist? Wie können wir euch dabei möglicherweise auch besser, gezielter unterstützen? Da kann ich mich eigentlich nur noch mal wiederholen. Ich habe hier natürlich noch keine Glaskugel, aber natürlich gibt es, sobald die Menschen hier dauerhaft sind, Auswirkungen. Und noch viel wichtiger, durch das seit 1. August in Kraft befindliche Gesetz aus dem Bundesinnenministerium ist es möglich, bei Menschen, die aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten zu uns kommen und einen Asylantrag abgelehnt bekommen, eine Wiedereinreisesperre auszusprechen. Und das geschieht in diesen Tagen massenhaft. Das heißt, um das in anderen Worten zu fassen, Frau Lagarde hat sich committed. Das heißt, man muss jetzt erst mal sehen, was Griechenland liefert. Wir haben eine erste Tranche, wir haben eine zweite Tranche und es wird Subtranchen geben. Das ist auch bereits so festgelegt. Die Eurozone hat die Probleme in den stark betroffenen Ländern nach einem erfolgreichen Rezept versucht anzugehen und in vielen Ländern auch echte Verbesserungen erreicht. Und dieses Rezept heißt Solidarität gegen Eigenanstrengung. Jetzt können Sie selbst überlegen, was davon in Griechenland bleibt. Ich glaube, ich würde hier nicht differenzieren, was ist jetzt nur Griechenland, was ist reines Finanzsystem. Was können Sie uns denn dazu sagen? Ich kenne eine solche Bestätigung nicht. Vielleicht gibt sie, vielleicht gibt sie nicht. Ich möchte aber die Lage überhaupt nicht schönreden. Das ist Resolute Support dient ebenso wie unsere intensiven entwicklungspolitischen, polizeilichen und sonstigen Anstrengungen dem Ziel, diese staatliche Souveränität Afghanistans zu unterstützen, damit die legitime Regierung des Landes unter der Führung des neuen Präsidenten und seines CEO in der Lage ist, auf dem Weg zu einem friedlichen Afghanistan Schritt um Schritt voranzukommen. Und ich kann nur wiederholen, das, was ich gerade gesagt habe. Sie können doch jetzt nicht, Herr Wiebel. Die Afghanen wollen diese Verantwortung übernehmen, das sagen sie uns täglich. Sie wissen selbst, wie schwierig die Situation ist. Und wir sind durchaus willens, die Afghanen auch genau darin zu unterstützen. Weiter. Und wir stehen auch weiterhin fest an der Seite der Afghanen. Wie das jetzt speziell operativ aussehen mag, das kann ich hier noch nicht sagen. Mir sind keinerlei Pläne der Bundesregierung bekannt, sich in eine ganze Phalanx von Staaten einzureihen, die mit Hilfe ihrer Luftwaffe den Kampf gegen ISIS unterstützen. Ich meine, erstmal geht es ja hier darum, den Kampf gegen ISIS auf die verschiedensten Weisen, die völkerrechtlich angemessen sind und völkerrechtlich zulässig sind, zu führen. Und all das, was im Rahmen des Völkerrechts möglich ist, kann auch getan werden. Wie sich das... Sie können ja anfangen. Ich kann das nicht bestätigen. Ich kann das aber auch nicht völlig ausschließen. Für die Bundesregierung ist sonnenklar, dass Gewalt, von welcher Seite auch immer, sicher nicht das richtige Mittel ist, um die Ostukraine zu befrieden und den Menschen eine soziale, gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche Perspektive
zu geben. Wir können, ich habe die Lage beschrieben, wie wir sie sehen. Also ich mache es ungern, aber ich möchte einige Arbeitshypothesen von Ihnen nochmal in Frage stellen. Also im Gegenteil, der Minister war im Urlaub und hat von seinem Urlaub in Südtirol mehrfach telefoniert mit beiden Seiten. Ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, hier über Begriffe zu philosophieren oder zu diskutieren. Ich weiß, dass Sie gerne mit Ihren Völkerrechtsfragen kommen, aber in der aber hier passt es nicht. Ich bin sowieso zurückhaltend, wenn es darum geht, schwarze Peter zu verteilen. Das müssen Sie dann schon tun. Sie sind gut informiert. Also mein Job. Richtig. Um meinen Job zu antworten. Genau. Also für uns ist der Oman die Schweiz des Nahen Osten. Die Kanzlerin hat so viele Begegnungen mit Bürgern in verschiedenen Formen in ihrem Wahlkreis oder bei anderen Veranstaltungen, dass sie dafür keines Coachings bedarf. Die Bundeskanzlerin nimmt an keinem Fußballspiel teil. Und also über den Abschuss von Drohnen fühle ich mich jetzt außerhalb meiner Zuständigkeit. Aber mir fehlt jetzt ehrlich gesagt gerade so ein bisschen die Fantasie, mir den Fall vorzustellen und in welcher Art und Weise Drohnen abgeschossen werden.